So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Ich bin der Nils und wir sind hier bei Dismantle. Und wir können mal kurz gucken, 26. Stufe. Jetzt nichts Besonderes hier. Ich habe mich hier entsprechend ausgerüstet. Und ich habe eigentlich jetzt momentan nur eins vor. Ich will einfach... das sagen immer so viele. Ich will einfach nur mal hier runter. Hier runter. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, weil ich habe schon gemerkt, ich bin hier eine Stufe zu niedrig irgendwie. Gerade was die Waffen angeht. Aber wir probieren das jetzt hier einfach mal aus. Jetzt wird es wieder dunkel anscheinend, ne? Das ist ganz doof. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Aber, oh Gott, da kommt man gar nicht durch. Das ist ja doof gemacht hier. Ja gut, dann können wir schon vergessen. Weiß jetzt nicht, ob ich hier durchkomme. Weil das ist eine heftige Gegend hier. Mit den ganzen Pflanzen und die spucken Gift und so. Nanu. Oh, kann ich hier was reparieren? Natürlich wieder die falsche Seite. Na, es ist immer die falsche Seite. Das ist doof. Naja, dann weiß ich nicht, ob das was bringt, na, jetzt hier oben zu gehen. Ich wollte eigentlich nach unten gehen. Es ist immer die falsche Seite. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man damit umgeht. Aber ich sollte mich darauf vorbereiten, um mein Leben zu kämpfen. Ich will nicht um mein Leben kämpfen. Das muss ja echt nicht sein. Ja, die hier, ne? Also, man muss hier hingehen. Digga, die ist ganz schön heftig. Es ist nicht so schlimm. Ja, einfach. Okay. Der Spotzer macht natürlich ganz schön viel. Der macht hier schon ganz schön viel Schaden. Das ist unangenehm. Ja. Eigentlich gar nicht so schwer. Okay. Ja, wie gesagt, die Gegend hier ist nicht so schön. Oh, lauter so Spotzer hier. Die schießen ja richtig weit. Ich gehe mal hier rüber. Ja, das sind normale, da gibt es nicht viel zu tun. Okay, alles cool. Oha, ein bisschen Stoff, okay. Jetzt ist es ein bisschen ein besserer Stoff, okay. Da rennen wir einfach durch. Warte mal, ich gehe ein bisschen weiter rüber. Damit ich was sehe. Ah, der kommt nicht. Okay, passt. Ich sehe hier gerade, hier gibt es tatsächlich, hier ist ja cool, ein Feuerchen. Das ist ja richtig nice. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber cool. Okidoki. Es ist halt eine Gegend, die ist so ein bisschen, ja, tricky, will ich gar nicht sagen. Sie ist halt einfach lustiger. Es ist ein bisschen mehr hier los. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben soll. Wir gehen einfach mal weiter. Warte mal, wir könnten uns heilen. Wir könnten uns heilen. Ansonsten gibt es hier ein Radio. Kein Radio. Oh, vielleicht mal ein schönes Kochrezept, Leute. Okay.
Wir werden auf. Oh, hier gibt es ein Radio. Wir werden auf jeden Fall zu unserem zwei Ackerfelder mal gehen. Kriegsrecht haben wir ja hier auch schon verteilt gehabt, okay. Wir müssten uns hier eigentlich einmal ins Lager setzen, ist doof, ne? Ist echt doof. Können wir denn was verbessern? Können wir irgendwas herstellen? Hasenpfote. Fangzahngebiss. Blutdurst tropft förmlich von diesem bösartigen Beißerchen maximal. Was soll denn das bringen? Maximum Trefferpunkte minus 75? Lebensentzug pro Treffer. Annäherungsminen. Mir wären die Dietriche wären mir eigentlich lieber. Da brauche ich 15 Stahl. Ihr seid ja Banane. Ihr seid ja total Banane. Kann ich meinen Schlafsack verbessern? Neu. Eigentlich 10 Fell. Ja, das ist mir aufgefallen. Wir haben ja relativ wenig Tiere. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Ich bin jetzt extra hierher gegangen, weil falls ich getötet werde, dann komme ich halt hier raus. Ist ja auch egal. Wir wollen ja bloß ein bisschen Spaß haben. Okay. Das ist interessant. Man sieht halt gar nichts. Okay. Hier hätten wir genug zum Zerlegen, ne? Da kommt... Da ist auch noch einer. Na komm. Da ist auch noch einer. Okay. Das ist ja mal interessant hier. Kommen die durch? Oh, über die Palette drüber. Digga. Da ist noch eine. Na komm. Komm zu Papa. Mein Gott, gibt's hier viele. Kommen die denn alle her, sagen wir mal? Okay. Gibt's hier auch ein Radio? Kein Radio. Das machen wir alles mal. Ich will jetzt einfach mal nur ein bisschen durch die Welt gehen. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie hier groß was machen. Gott, das kann man alles zerlegen. Klasse. Okay, das will ich aber jetzt nicht unbedingt machen. Das ist so schön, dass man die jetzt zerlegen kann. Na, das muss nicht sein. Das machen wir irgendwann mal, wenn ich hier mal vorbeilaufe. Ich will jetzt hier einfach nur mal gucken, was es so alles gibt hier. Digga. Hier kannst du... Hoho, hervorragend. Dreimal Plastik ist ja auch nicht gerade... Wäre eigentlich mal schön, wenn wir mal wieder ein Feld finden, Dad. Guck mal, was hier vorne ist. Ein paar Spucker. Die machen halt immer, ja, ein bisschen Schaden machen die. Aber das ist gar nichts. Okay. Jedes Mal, ne? Wieso geht denn das nicht? Ich glaube, du musst die Axt nehmen. Nein, einfach nur anziehen. Oh Mann, wie doof ist das denn? So, schauen wir mal. Hier waren wir. Hier, komm her.
Okay, da haben wir die hier. Oha, jetzt sind wir wieder im Bereich eines Turms. Ja gut, dann gehen wir halt hier noch entlang. Ist auch egal. Gehen wir mal um die Ecken rum. Das wird der hier da. Okay. Man kann sich da also drehen. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay. Hoppala. Kommen wir mal denn da hin? Man sieht halt einfach nichts in dem Game. Das ist so doof. Ja, macht mir nur die Taschen voll. Macht mir nur die Taschen voll. Bringt mir nichts. Man sieht halt einfach nichts. Ich werd verrückt. Wo sind wir denn hier? Das Tor ist verriegelt. Bis welche Bedrohung denn? Okay, ich muss die erst besiegen. Ja, das kann ich ja machen. Das kostet mich zwar jetzt ein bisschen... Ja, ist ein bisschen doof. Warte mal, ich besiege jetzt erstmal die kleine Lady hier. Okay. Jetzt kommt der schon nach. Das ist ja doof. Ja. Das ist jetzt aber doofy. Das werden wir verlieren haben. Ja. Ja, hier könnten wir es vielleicht sogar schaffen. So herstellen. Und dann lass mal kommen, jawohl. So, nochmal ein bisschen zu drehen. Ja, 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 komm, 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 mach. Lass ihn kommen. Und tschüss. Gut, den Hammer. Den Hammer. Das war jetzt mal interessant. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn... Ah ja. Na, jetzt müsste das mit der Bedrohung ja klappen. Die Bedrohung ist ja jetzt beseitigt. Okay, wo kommen wir denn da jetzt raus, bitte? Lichtungshain-Tor-Terminal. Was ist das? Hä? Was soll denn das sein? Okay, cool. Ich bin etwas überrascht. Das war jetzt, ihr seht... Am besten gar nichts planen. Das war jetzt echt mal cool. Lichtungshain-Tor. Lichtungshain-Tor. Das muss ich mir mal merken. Beziehungsweise ich schreibe mir das mal auf. Lichtungshain-Tor. Terminal für die Überschrift für mein Video, aber das ist ein sehr, sehr langes, ja, was sehr schön, eine relativ lange Überschrift. Das ist nicht gut. Das schauen wir mal. Ja, Ratchets Tanke haben wir hier, einsames Haus haben wir hier. Ein Feld wäre halt nicht schlecht, ne? Ja gut, machen wir es mal unspektakulär und gehen jetzt mal einfach die dunklen Felder aufdecken. Das können wir, glaube ich, gar nicht aufdecken hier, ne? Ja komm, dann geh einfach mal Schutzraum. Ja, das ist der zweite Schutzraum gewesen, ne? Schutzraum Lautsprecher. Oh, da gehen wir mal hin. Wenn wir das noch schaffen in der Zeit hier, wo wir das spielen. Gucken wir einfach mal, was hier passiert. Das Holz nehmen wir mal mit. Das ist wichtig. Was ich mal bräuchte, ist...
Man sieht halt gar nichts. Da sind diese Dinger. Da rennen wir einfach durch. Da musste eigentlich irgendwo ein Spucker dabei sein. Ja, du sollst ja hier hingehen. Das heißt, eigentlich in die Richtung. Schon gut, schon gut. Da mal wieder ein Wünschelbrunnen. Karotten und. Ich habe keine Karotten und Fleisch. Okay. Ein totes Tier. Jetzt gehen wir mal hier runter. Das ist dann mehr hier in den Westen. Man sieht halt gar nichts, wenn wir in irgendwas reinlaufen. Baustelle Heckenfeld, ja. Cool. Ja, geh mal hier runter. Deck das mal auf. So, jetzt muss ich mal gucken. Alter, so läuft es. Ich muss da gar nicht so nah hin. Alles klar. Die Spotzer, Spotzen. Alter, warte mal, ich mach mal. Ah, das ist wieder mal typisch Norm. Entspann dich, ganz locker bleiben. Okay. Verursachen halt immer ein bisschen Schaden. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht besser ist, mit der Axt hier zu hantieren. Okay, cool. Jetzt haben wir das einmal gemacht. Ach, da ist noch einer. Schade. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Hierher wollten wir, ne? Ja, genau. Das wollten wir noch aufdecken. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was ist denn da hier unten? Da ist doch auch ein Haus oder irgendwas. Vielleicht gibt es hier ein. Vielleicht gibt es hier eine Feuerstelle. Wir gehen mal hier runter. Na komm. Okay, danke schön. Ja, der hat eine unheimliche Reichweite. Hier waren wir noch nicht. Was ist das hier? Was genau ist das hier? Okay, da haben wir wieder so ein Viech hier. Die Pflanzen sind eine sehr schöne Bereicherung. Okay. Na komm! Ich kann mich immer nicht richtig drehen. Das ist immer dasselbe. Rezept? Eine Zwiebel. Ja, tatsächlich, hier gibt es ein Lagerfeuer. Das ist ja unglaublich. Genau das, was ich wollte. 55 Lagerfeuer gibt es hier eigentlich nur. Wenn man sich das mal recht überlegt, ist das nicht viel. Ja! Ja! Peloponnes Gemüse. Oh, also die Möhren hätte ich, die Zwiebeln wären kein Problem, aber die Gewürze sind heftig. Weil die kannst du halt nicht. Die kannst du halt nicht so einfach finden. Die sind relativ. Ja, ist jetzt übertrieben. Relativ selten. So, wie heißt denn das hier überhaupt hier? Machen wir hier mal erstmal ein bisschen eine Übersicht, was wir hier so haben. Ja, wir müssen das nicht alles abreißen. Ich bin nicht Gronkh. Na, na, lass, na, lass, na, lass, na. Ich bin nicht Gronkh.
Ich muss das nicht alles kaputt machen. Ich will unbedingt mal ein bisschen fischen, weil wir haben hier einen, Hauptsache Kiemen, wir haben hier sogar einen kleinen Quest. Dann würde ich sagen, das ist zwar ein bisschen unangenehm, so einen toten, so einen untoten Toten hier im Bereich zu haben. Das geht gar nicht, ne? Wir müssen halt mal gucken, dass wir an so eine Sägemaschine rankommen. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Und ja, ist halt doof, weil mit der kann ich dann das Holz verbessern. Dann kann ich wenigstens die Axt verbessern. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, wo die ist. Also bleibt mir nichts anderes übrig, wie alles anzugucken, alles zu gucken, alles zu überprüfen, überall hinzulaufen und dann zu schauen, wie komme ich an diese Sägemaschine oder Sägewerk heißt das, glaube ich, ran. Und es soll ja mehrere Sägewerke geben. Machen wir hier einfach mal ein bisschen Platz hier. So Leute, das soll es gewesen sein. Wir haben wieder viel, viel, viel erlebt. Ich bedanke mich für euer, ja, für euer Interesse. Gehabt euch wohl, wo immer ihr seid. Lasst ein Like da, schreibt mal einen Kommentar. Wenn ihr Tipps habt, gerne, gerne Tipps reinschreiben. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten, ja, Streams, wo ich ja, ich stream ja auch Dismantle. Einfach reingehen in die Streams hier. Oder in einer der nächsten Videos. Euer Nils. Ciao. Danke fürs Zuschauen.